zotteliger Nachwuchs im Wiener Zoo. Zweifingerfaultierdame Alberta trägt ihr wenige Wochen altes Jungtier herum, das sich an das Bauchfell der Mutter klammert. Alberta lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen, auch nicht von ihrem neuen Sprössling. Sie hat bereits mehrmals Nachwuchs bekommen und ist eine erfahrene Mutter. Mehrere Monate lang wird sie ihr Jungtier nun säugen, herumtragen und ihm zeigen, wie man Blätter kaut. Erst danach kann ihr Nachwuchs selbst an einem Ast hängen. Und natürlich werden beide in ihrem Gehege im Tiergarten Schönbrunn viel schlafen. Schließlich verbringen Faultiere mindestens 14 Stunden pro Tag mit Dösen. Das Geschlecht lässt sich erst feststellen, wenn die Mutter ihr Jungtier loslässt. Und das kann noch eine Weile dauern.